Hallo und willkommen zu einer Folge Two Point Hospital. So, wir schauen heute erstmals, wie noch einen zweiten Typen einstellen, der hier drin arbeitet. Das heißt, wir brauchen noch einen zweiten Krankenpfleger. Bup. Machen wir mal so. Da ist schon automatisch drin arbeitenden. Und da brauchen wir unser komisches Farbzimmer da. Denn, war das das? Nee, das war das. Wie Farbtherapie. Du warst 4x3, das heißt aber für Tiere können wir dich hier hinbauen. Boop. Bank davor, an der Heizung wieder drin auch noch. Bumm. Bumm. So. Da brauchen wir auch noch einen Assistenten einfach für, ne? Pfleger, genau so. Tja, hier nehmen wir dich. So, der ist doch geblieben. Den befördern wir, den befördern wir. Töpferei. Ach komm, ey. Jetzt wollen wir mal alles hier haben, ey. Für die Töpferei hat man, glaube ich, im letzten Krankenhaus gar nicht, ne? Fängt mal so ein. 4x4, aber den bauen wir nicht hier hin. Dann, ja, wo bauen wir den hin? Wenn ich jetzt hier hinbaue, dann habe ich ja wieder. Da passt der Weg hier nicht, den ich eigentlich haben wollte. Da muss ich hier quasi. Wenn hier eins am Weg hin soll. Ich glaube, ich baue den doch aber hier hin. Baue ich aber 4x5. Warte, dann nehme ich. Nee. Das fällt da auch noch mit. Mal bauen wir aber so. So, kann ich auch hier auch die Tür auch hier hinbauen. Dann soll ich den Weg runtergehen, wie gesagt. Bumm. Feuerlöscher, was auch wieder irgendwie abfackelt aus irgendeinem Grund. Hier bauen wir mal einen großen Heizkörper hin. Da eine Pflanze. Aber Stufe 3 kriegen wir das in den Raum hier auf jeden Fall auch noch wieder. So. Dann davor natürlich eine Bank. Ein Heizkörper. Und wir brauchen einen Arzt. So, die Schlange wird immer kleiner. Ich frage mich ja, ob unser Ruf jetzt hier dadurch dauerhaft steigt. Also das nicht jetzt 5 Monate, steigt er in jedem Monat irgendwie ein bisschen oder steigt er nach 12 Monaten auf einmal drastisch oder wie auch immer das funktioniert. Wir brauchen nochmal 3 Leute hiervon, ey. Weil der Ruf steigt auf jeden Fall ein bisschen. Alles wieder, ist er wieder versunken. Hallo und guten Tag, Alter, ist das Ding immer so voll ist, ne? Ich weiß aber, er sagt nur gerne zweiten Hochstand, deswegen bauen, ne? Weil eine Schlange hier, ey. Du hast auch eine Schlange, dann müssen wir hiervon auch mal ein zweites Zimmer bauen. So, fang ich sie an, unten anzubauen. Warte mal, wie viele Felder sind denn das hier? Egal, komm, ich baue gerade den da hin, was soll's. So. Krankenpfleger einstellen. Da brauchen wir echt noch ein Zimmer davon oder regelt sich das hier gleich, ist die Frage. Was brauchen wir? Spritzenhaus. Eieiei. Ein Zimmer nach anderen auf einmal bauen hier, ne? Oder Spritzenhaus. 3x3. Warum nicht aber da unten hin? Dann ein Trinkbrunnen. Stufe 3 schaffen wir ja auch noch wieder. Bam, bam. Bam. So. Da brauchten wir auch noch einen Krankenpfleger für. Oh ja, so einen Spritzentypen.
So, und ansonsten noch, ich brauche vielleicht noch ein Zimmer davon. Irgendwann brauchen wir von eh wieder welche. Ich glaube, ich brauche von einfach gleich zwei hier unten, ne? Schade, ich weiß jetzt, wie baue ich das jetzt hier? Ich baue das auch hier so. Und baue dann hier so einen schmalen Flur hin und baue da unter. Das wäre schwierig, ja. So, warte, zwei davon. Einstellen. Den hier hat der Kundenzufriedenheit so dabei. Nehme dich hier. Erstmal mitten in den Raum stellen. So, Feuerlöscher. Oh, Apfeleimer habe ich ja auch. Dachte, oben habe ich einen. Okay. Apfeleimer. Ja, der Broschürstand. So. Und ansonsten können wir eigentlich schon wieder fast das nächste Gebäude irgendwo kaufen. Tja. Oben gibt's keine, ne? Ist das ja auch ein Gebäude von der Tür? Ne. Ja, aber das da dann. Weiterbildung benötigt. Stimmt, das wollte ich eh noch machen. Wir können nicht mal Weiterbildung und dann machen wir das hier mal hier. Patientenbetreuung, wenn wir zufriedener sind. Und dann. Ja. Keine Ahnung. Einfach ähnlich, Leute, ne? Starten. Oh, jetzt bin ich pleite. Ja, stimmt, weil ich so einen externen Typen bestellt habe, ne? Das jetzt immer 5000 kostet, das nochmal extra. War vielleicht nicht so schlau. Naja, zu spät. Tja, es sind nur die drei Patienten, die hier irgendwie mal was machen. Aber irgendwie will hier keiner mehr her. Wir haben keine Leute mehr, die tierische Anziehungskraft haben irgendwie. Reinigung erforderlich. Toter Patient auf dem. Die haben einfach keinen Bock. Mal stellen mal so einen Hausmeister, der auch mal Sachen upgraden kann, weil auf jeden Fall können wir ja dich nochmal upgraden, glaube ich. Sehr schnell auf 3. Dich aber upgraden wir ja gerade auch auf 3. Dich können wir glaube ich noch nicht upgraden oder so. Können wir sonst irgendwas upgraden, was hier steht? Nee, ne? Will ich upgraden? Dich können wir upgraden. Das war's eigentlich auch, ne? Doch, hier den Easy-Scan haben wir auch nochmal wieder. Nee, nicht du. Nein! Mein Gott, ich will das Ding ankleben. Ja, ich weiß, wir arbeiten jetzt gerade keine Leute, sind alle wieder bei der Schulung hier oben. Frakturstation, die haben wir ja. Oh, wir haben mal zwei Bande davon. Ich habe keine Ahnung, wie das Teil funktioniert. Ich habe das noch nie in Aktion gesehen. Ich habe das immer nur brennen gesehen, aber nie drauf geachtet. Zufriedenheit plus 0. Geil. Das Ding ist, wir werden ja wahrscheinlich auf jeden Fall danach, keine Ahnung, mindestens 75, wenn nicht sogar 80% brauchen bei Ruf. Also wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr Zufriedenheit hier. Da ist wieder einer tot. Weiterbildung abgeschlossen. Psychiatrie fördern. Tja, wir müssen halt einfach nur warten, dass der ein Typ hier kommt, ne? Ich glaube, ich hätte ja auch gleich 12 Monate machen sollen, weil mal angenommen, wir schießen das gleich ab. Danach kommt ja locker, startet 3 Kampagnen oder so aus einer Art und Weise, wir behaupten. Dann müssen wir erstmal warten, bis die eine hier immer noch zu Ende ist. War das von daher gar nicht so schlau, glaube ich. Dann befördert 3 Mitarbeiter, je nachdem, ob die halt befördert werden wollen. Was wird die hier eigentlich? Warum geht's hier schlecht? Ist einfach nicht zufrieden. Ah, die hat zu wenig Lohn hier. Dann müssen wir nochmal auf unser Personal gehen. Und machen wir den hier. Ja, aber bei alle bitte. Ich glaube, wir brauchen nochmal. Boah, eigentlich haben wir 4 Assistenz. Also einer müsste eigentlich gleich arbeiten gehen, oder nicht? Wir machen gleich beide Pause. Oder was? Ja, da warten wir jetzt aber. Da stelle ich jetzt keinen extra für ein. Ja, dich haben wir ja gerade schon
wie er gegeben ist, heißt, er steigt auf 20%. Das Jahr ist fast vorüber. Ja. Wieder die 3, die 4. Was sie stellen, weiß, was man dafür machen muss? Meisten Preise, es geht ja mit meisten Preise abgeräumt. Ja, muss ich ja gehabt haben. Weil wenn ich jetzt 4 Preise bekommen habe, von 7, weil wir der jetzt nicht mitziehen, weil der kriegt man nur, wenn man die meisten hat, dann habe ich ja die meisten. Ein anderes Krankenhaus kann ja nur 3 Preise gewonnen haben eigentlich. Nämlich die 3 hier. Hä? Macht überhaupt keinen Sinn. Okay. Ja gut, das sind keine Todesfälle. Höchster Patientenpreis haben wir wahrscheinlich auch nicht bekommen. Höchst Prestige. Ja gut, ist halt, wenn wir die Attraktivität vom Krankenhaus, ne? Ich finde das irgendwie übelst schwierig. Also ich müsste das Krankenhaus übelst voll klatschen dafür. Dass du da eine hohe Attraktivität wert hast. Irgendwie sieht das einfach nur scheiße aus. Oh ja, ist ja mal, wie die Maschine hier funktioniert. Das war's jetzt, hat er wieder ein bisschen drauf geschossen, ey. Na gut. Okay, wir haben 2 neue Krankenhäuser dann noch freigeschaltet, alles klar. Und ein Café. Das ist aber dann ein Raum, oder? Ein Café? Das wird ja jetzt kein Objekt sein, schätze ich mal, oder? Jo. Okay, was müssen wir jetzt machen? Ruf von 80, habe ich mir ja fast gedacht. Halte 20 Patienten in Frakturstation und 2 Kampagnen starten. Tja, gut, das ist einfach warten, das haben wir ja, wir können ja gleich eine Kampagne starten, dass da Leute herkommen. Kann ich gleich abbrechen oder so? Ich hoffe, ich breche die aber ab. Dann machen wir so. Kann ich nicht viel, wow, das kann ich nicht für die Frakturen, da Frakturen, wollte gerade sagen, ne? Dann machen wir aber nur 3 Monate. Tja, das auch aber nur warten. Und da, tja, können wir immer noch die Weiterbildung einfach weitermachen, dass unsere Patientenbetreuung besser wird. Also ich kann auch vielleicht sich von der Tür fest, dass man den Lohn von denen noch ein bisschen erhöhen, dass sie vielleicht irgendwie noch ein bisschen besser arbeiten, ein bisschen zufriedener sind und so. Was haben wir so 50-50? Fürs erste. Müssen wir auch nicht Kohle machen. Wir fragen mich, wenn ich jetzt hier einen Café hinbaue. Kommen die denn von hier oben da unten hingelaufen? Hier oben ist ja am meisten los. Ich würde überlegen, weil wie groß ist so ein Café? Ist bestimmt auch 3x3 oder so. Obwohl es ist ganz schön klein da wahrscheinlich nachher sonst, ne? 5x4 sogar. Ich würde überlegen, ob ich irgendwie 2 von den Räumen einfach hier unten hin lager. Das mache ich auch. Und dann baue ich hier oben einen Café hin. Das heißt, dann nehmen wir kurz dich. Ne, ich will dich eigentlich mitnehmen, warte. Und wir arbeiten hier so. Guck mal. 1, 2, 3. Und passt sogar noch. Perfekt. Batsch dich dahin. Die Bank nehme ich natürlich dann auch mit. Bearbeiten. Upp. Upp. Und dann bauen wir hier oben einen Café hin. So. Was wird dann? So, wie sieht das hier aus? Wir haben da so einen Verkaufsstand. Und dann Tische. Also. Kann ich das hier gar nicht bauen? Oder warum ist das jetzt rot? Hä? Was ist der Tisch jetzt hier im Weg? Geht das nicht? Reicht die? Ach nee, warte, das geht jetzt nicht. Weil der im Weg steht und der dann da nicht vorbeikommt, glaube ich. Ja, die müssen da ja rumlaufen können. Okay. So, dann muss er wahrscheinlich wieder eine Assistenz drin arbeiten, ne? Ja. Einstellen, Assistent. Aufnahme Verkaufskompetenz. Ja, der auch mal der 2 Verkaufskompetenz. Du kannst hier drin arbeiten, bitteschön. Geister hier rumspukt.
So. Ruf ist auch bald schon fertig. Ich glaube, das ist was du nachher am meisten längsten dauern wird, ist aber das hier, ne? Weil das ist eigentlich easy. Ich kann auch einfach sagen, ich muss ja nur starten. Ich kann auch das einfach abbrechen und neue starten. Also jetzt, wenn da 20 stehen würde, dann kann ich ja 20 Mal das Ding starten und abbrechen, so von der Theorie her. Eigentlich müsste das hier eher sein, im Sinne von, dass das beendet werden muss. Das wäre viel schlauer. Ja, weiter bin geht gerade nicht. Weiter bin immer noch nicht. Wir bilden ja nur für Rufe aus, ey. Nur für unsere Kundenzufriedenheit. Wenn wir jetzt 80 kommen, dann müssen wir danach bestimmt auf 90 hoch, oder? Das hatten wir vorher 70. Und das war vor 1 Million, das heißt danach kommt wahrscheinlich 3 Millionen. Stimmt, die können wir auch upgraden. Gut, stimmt, hier ist das gar nicht gekommen. Aus irgendeinem Grund ist aber die Fraktur-Station jetzt gekommen. Als nächstes, ja. Hä? Wirft er denn jetzt hin? Was ist der Patienten einfach da oben drin, ne? Alles klar. Und ich kann dich nochmal auf Stufe 3 upgraden hier hinten, ne? Den in der Frakturstation kann ich ja an sich auch größer bauen, ne? Deswegen kommt ja echt keiner. Also das Problem, wir haben ja keine Leute, die da hinkommen. Das würde ich sagen, wir bauen die größer, mit denen wir Leute behandeln können, aber es sitzt ja auch keiner vor oder in der Warteschlange oder so. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie mehr Platz brauchen. Beförderung, Beförderung. Toll. Und nee, das war die Mission, ne? Ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt gerade eine Mission angenommen, dass ich Leute befördern soll, nachdem ich die befördert habe. Tierische Anziehungskraft. Hätte es eine Frakturstation sein können, ja irgendwie. Wenn man sehr wenigstens gesund wird. Nee. Haben wir verkackt, ey. Du nichts kannst. Wohl hat er eigentlich Behandlungskompetenz, nur plus 10%. Hat aber anscheinend nicht gereicht, diese 10%. Gut, dass er eine Schlange ist, ist das logisch. Eventuell brauche ich noch eine vierte Psychiatrie. Wie es aussieht. Die ist kalt, habe ich da keine Heizung stehen. Oh ne. Oh, die ist abgefackelt. Kann ich mir auch gut vorstellen, ne? Oh, hier fehlt auch noch eine dran. Ja, warte, so, ne, auch nicht. Kleiner Heizkörper irgendwie irgendwo hin. Da. Hup. Okay, ich glaube, wir brauchen nochmal wirklich eine Assistenz nochmal mehr. Ich glaube, wir haben einen einzigen, der quasi einspringen kann. Alter, hier Marketing, ey. Mit denen immer. Und eventuell. Bearbeite ich das nicht mal kurz, dass ich hier noch einen zweiten Tisch reinstelle. So, ne, ich will nicht abbrechen. Und dann. Das muss ich eine neue starten, obwohl ist auch nicht das Problem. Ich wollte aber eher erstmal einstellen, dass hier noch ein zweiter Typ drin arbeitet. Und da machen wir nochmal dasselbe. Starten. Und da brauchen wir aber logischerweise also noch einen neuen Assistenz. Weil der ja jetzt kein Ersatz für den unten ist. Schaffe 90 Tage ohne Todesfall. Mal sehen, ob wir das schaffen. Mir wartet einfach keiner, ne? Weil irgendwie. Ich hatte eben. Ich weiß ja nicht, ob die erst danach irgendwie wirkt oder so, die Werbekampagne. Bei ihm kam ja kein Schwein. Aber die wirkt ja irgendwie erst danach oder so, kann das sein? Oder? Eigentlich müsste die ja währenddessen wirken. Ja, keine Ahnung. Dann muss ich die echt mal einfach mal abschließen. Machen wir so Ruf, ey, bei 86 mittlerweile schon. Also wenn wir gerade noch schon für 2 Jahre fertig haben, dann ist auch schon fast fertig. Das heißt, es ist einfach nur das hier. Wir müssen auf jeden Fall das hier mal durchziehen jetzt und nicht irgendwie abbrechen. Weil ich glaube, das muss wahrscheinlich echt einfach fertig sein. Schätze ich mal. Freien Weiterbildungsplatz, alles klar. Dann würde ich sagen, Kundenbetreuung. Haben wir noch 5 Leute? Ne, Kundenbetreuung war ist ja gar nicht das, was ich haben wollte. Halt, stopp, ne. Ich will hier. Das will ich haben. Starten. Und wieder einer tot. So viel zu 90 Tagen auf dem Todesfälle. Wir haben nicht mal 25 Tage geschafft. Wenn der schneller stirbt, haben wir ja noch eine Chance. Wir haben nur 80 Tage Zeit, also. Darf nur jetzt keiner mehr sterben. Wir haben eigentlich einen Typ mehr hier drin, was der behandelt worden ist, ne? Also korrekt zumindest.
Wir brauchen auch einen Hausmeister hier. Nehmen wir den hier. Überall, Alter. Was hier passiert? ETF. Bei Massensterben unten gewesen. Tja, okay, ich würde aber sagen, das war's erstmal für heute. Mal sehen, ob wir die nächste Folge das überhaupt schaffen mit zwei Sterne-Dingens. Kommen wir mal an, wie effektiv jetzt unsere Werbekampagne ist, wie viele Leute hinterher ankommen für die Fraktur-Station. Und aufwärts ankommen. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.